Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir wollen hier jetzt mal, hoppla, so runter und schauen, dass wir da oben das alles mal frei machen, die Türen öffnen, aufkriegen, zumindest die wichtigen Türen, damit wir vielleicht den Licht hier jetzt schon erwischen können und vielleicht doch vorankommen. Von der Story her. Hier haben wir noch einen Hebel. So, den haben wir auch noch gekillt. Es sind viele Geister hier. So, und klettern wieder hoch. Bin ich viel, viel schneller als mit dem Fahrstuhl. Deswegen klettern wir nur. Erstmal. So, und ich hoffe, da ist jetzt was offen. Ne, hier ist noch nichts offen. Das Ding ist wieder zu. Warum ist das Ding wieder zu? Gut, dann versuchen wir es mal hier. Vielleicht ist da oben etwas. Wie der hier vielleicht? Ne, der hat uns den Weg wieder versperrt, okay. Oder warte mal. Da müssen wir aber rein. Hier irgendwie. Und hier noch. Damit wir hier hin können. Gibt es da noch irgendwie einen anderen Weg, wenn wir hier weitergehen? Ja, hier geht's wieder runter. Ne, nicht climben. Hier ist aber auch jetzt zu. Warte mal. Vielleicht ist das der Weg, den wir brauchen. Warte mal, wenn wir jetzt hier durchgehen. Nochmal dahin. Und den so lassen. Autsch. Der bleibt zu. Und dann müsste da wieder offen sein. Hier ist wieder offen. Dann gehen wir hier nochmal runter. Da haben wir aber noch eine Etage vergessen, wie ich sehe. Oder doch nicht? Machen wir hier oben nochmal einen Hebel. Die Frage ist jetzt den Hebel. Oh. Nee, das war. Das war der falsche Hebel. Nee, warte, wenn wir den so lassen. Und dann hier rum nochmal durchgehen. Durch den einen hier. So. Dann müsste gleich da vorne irgendwo noch eins offen sein. Nein! Oh ja. Doch noch überlebt. Oder warte, wenn wir hier jetzt unten bleiben. Ja, hier ist offen. Genau. Dann müsste der hier jetzt da was aufmachen, hoffentlich. Schauen wir mal, was der jetzt aufgemacht hat. Falls der was aufgemacht hat. Nicht den hier auf jeden Fall. Aber hier ist offen. Warte mal, ist irgendwas anderes dafür jetzt offen? Das da gegenüber von uns. Und das, also die beiden da gegenüber. Nein, 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 nein. Autsch. Okay. Ich habe jetzt gedacht, das war es jetzt mit uns. Machen wir Safe Game. Und
Und hier müsste es dann auch noch irgendwie weitergehen, nach oben. Die Frage ist nur, wo führt das hier jetzt hin? So. Wir müssen erstmal runter. Wir müssen das Ding da loswerden. Oder warte. Nee. Wir müssen das Ding da loswerden. Wir kommen da sonst nicht weiter. Und so. Das heißt hierhin. Nochmal nach oben. Muss ich jetzt so rummachen. Und dann müssten wir hier gleich rauskommen können. Durch eine der beiden Türen. Ja. Und die sind hier weg. Das heißt, wir können jetzt da rein. Machen nochmal hier ein Safe Game. Hier ist nichts. Die können wir nicht mitnehmen. Und ich krieg hier schon irgendwas mit. Okay, ist nicht von hier. Okay, das ist... Ah, ne, doch nicht. Wo müsste denn... Okay, also... Wird das erstmal nichts? Also der hier bringt gar nichts, der Weg. Obwohl das das ist, wo wir hin müssen. So, und was war nochmal der Weg komplett zurück? Der hier, der war der... Nee, doch nicht. Was war jetzt der Weg komplett zurück? Was war der Weg? Moment. Achso, das ist der hier, genau. Aber welcher war jetzt zurück? Der hier. Ja, der war das, der komplett zurückführt, uns wieder hier rausbringt. Und der ist zu. Okay, bringt uns jetzt gar nichts hier zu sein. Das heißt, wir brauchen einen neuen Lösungsansatz. War hier nicht ein Hebel? Irgendwo? Da war ein Hebel. Wenn wir den jetzt wieder betätigen... Ist hier jetzt zu, aber dafür da offen. Und da ist auch zu. Nein, 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 ja. Nein, ja. Ist dann hier... Ganz oben nochmal ein Ausweg. Hoffentlich. Kommen wir jetzt von hier oben wieder raus. Da nicht. Aber da ist jetzt offen. Warte, was ist noch offen? Der hier ist wieder offen. Müssen wir vielleicht erstmal wieder ganz nach unten. Denn wenn der hier offen ist, müssen wir den hier nehmen. Aber schade, ich hatte jetzt wirklich gehofft gehabt, dass wir da irgendwie vorankommen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie anders was für den Lichtkönig irgendwie hinkriegen. Ja, dann können wir dieses Mal den hier machen.
Nicht den Lichtkönig hier, den König der Würmer für Manimaru. Müssen wir irgendwie es mit dem wieder gut kriegen? Weil hier müssten wir eigentlich rein, den Licht erledigen. Wir haben aber kein Skarabäus. Aua. Machen wir mal den. Ja, dann bleibt uns nichts anderes über, als zu gehen. Was ich jetzt schade finde. Aber naja, können wir jetzt erstmal nichts machen. So, genau hier lang. War hier der Ausgang? Nope. Andere Richtung. So, hier war das. Toll. Wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das jetzt mit dem mit dem König der Würmer, mit Manimaku? Wir haben seine Quest komplett, ja, zurückgelassen bei den Nekromanten verschissen und kommen jetzt erstmal nicht weiter. Einzige Verbündeten von die ich weiß, die er hat, sind ja in Veyrest. Und ansonsten keinen blassen Schimmer, wie ich hier mit denen ja wieder gut komme. Also mit den Nekromanten, dass sie mir die Quest wieder auftragen. Erstmal gehen wir jetzt verkaufen, was wir eingesammelt haben. Und dann muss ich schauen, dass ich vielleicht für Elidiana und Morgia ein paar Quests erledige. Und dann vielleicht kommt doch noch irgendwie eine Aufgabe von, ja, von den Dudes. Der hat aber nichts. Und der hat auch nichts für uns. So. Jo. Alles klar. Dann gehen wir jetzt erstmal wieder zurück zur Hauptstadt Daggerfall. Das war ja hier. Dann gehen wir hier mal alles in eine Bank einzahlen, was wir haben. Beziehungsweise sonst haben wir nichts im Inventar. Letter of Credit, die Dinger. Greetings haben wir nichts. Doch, die haben wir noch. Und im Wagen haben wir halt nur das Gold, die wir noch einzahlen müssen. In Richtung. Warte mal. Bank of Daggerfall war ja hier. Richtung Nordwesten. Und dann muss ich gleich wirklich mal schauen, wie wir das wieder hinkriegen. Denn es hat ja auch was mit dem Underking zu tun, das mit den Nekromanten. So, den können wir jetzt aber das hier verkaufen. So. Und dann gehen wir wieder. Also, ich bin schon dran vorbei. Hier ist es schon alles. So. Nee, warte. Nein! Das. Und dann 29804. So, dann haben wir schon bald die Million. Würde ich sagen, ich mache hier einen kleinen Cut. Ich mache mir jetzt eben noch mal schlau,
wie ich das mit dem Underking hier hinkriege, mit den Nekromanten hinkriege, oder vielleicht die Underkings, oder mit Morgia und Elysiana. Und dann wäre ich in ein paar Minuten wieder hier. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Ja, wir könnten Folgendes versuchen, weil ich jetzt nicht mehr sicher bin. Ich habe jetzt gelesen gehabt auf der Daggerfall Main Quest UESP, dass wir von den Nekromanten von Manny Marco einen Zombie geschickt bekommen sollten. Mit einem Brief, beziehungsweise mit einer Nachricht, die auf einem Zombie geritzt sein sollte. Ich kann mich nicht erinnern, ob wir sowas schon von dem bekommen hatten oder nicht. Ich weiß, wir hatten mal eine Quest für ihn offen, die irgendwie hier nicht mehr vorhanden ist. Und wenn wir hier gehen, sehe ich jetzt auch nicht irgendwo etwas, was mit dem zu tun hat. So, was mit Soul of a Lich zu tun hat. Morgias Wedding ist die Vorquest davon, das weiß ich. Aber ich sehe jetzt hier keine gescheiterte Quest, was mit Nekromanten zu tun hat. Also Soul of Lich. Dass da steht irgendwie endet oder so. Dann würde ich sagen, wir gehen hier ein bisschen raus. Hoffen, dass wir dann da gleich, wenn ich jetzt den Ausgang finde, da im Norden, wenn wir jetzt da einen Ausgang finden und dann so ein bisschen rumspazieren, hoffentlich werden wir dann von einem der Zombies von Manny Marco attackiert. Ich hoffe, wir sind auch wieder bei denen gut im Plus. Obwohl, der war ja froh, uns zu sehen. So, glad to see you, Max, und so weiter, hat er ja gesagt. Dann gehen wir hier einfach mal irgendwie random irgendwohin spazieren und hoffen wir mal, dass wir dann eine Quest von dem bekommen. Dass ein Zombie uns attackiert. Und dann, ja, dass der dann so nett ist und da einen Brief für uns hat, oder eine Nachricht zumindest, auf einen Zombie. Und dann kommen wir vielleicht mit der Hauptquest weiter, mit Soul of a Lich, also die Seele eines Lichs. Und dann müssen wir nochmal nach Sentinel. So, wir müssen jetzt weit genug von der Hauptstadt sein, das heißt, wir können hier einmal das hier machen. Ah, ne, warte. So, sagen wir mal 24 Stunden, bis ein Gegner kommt. Du bist jetzt nicht der Gegner, den ich erwartet habe. Ich erwarte schon einen Zombie. So, was hat er hier? Dwarven nehmen wir mit. Den Rest lassen wir mal. Und noch einmal so. Ich erwarte Zombies. Ich möchte Zombies haben. Du bist kein Zombie. So. Silver. Ah, können wir auch mitnehmen. Wow. Du bist auch kein Zombie. Und, naja, Potion Recipe brauchen wir nicht. So, dann will ich noch einmal den hier machen wollen. So, dann, jo, wieder ein Gegner. Du bist auch kein Zombie. Sonst sehe ich jetzt auch keine Gegner mehr. So, noch ein bisschen weiter vielleicht. Und nochmal den. Jetzt ist wieder hell. Wo sind die nächsten Gegner? Du bist kein Zombie. Ich will Zombies haben. Eins von Manny Marco. Boah, das müssen wir öfters mal so machen. Wir kriegen schon geilen Stuff. So, Zombie? Du bist kein Zombie, du bist ein Ork. So, da haben wir jetzt das Katana. Ernsthaft? Okay, machen wir noch einmal, bis die
Wir machen das so lange, bis wir eine Nachricht von Manny Marco bekommen. Ist ernsthaft keine Gegner? Ja, hat aber auch gedauert. Du bist kein Zombie. Weh, du zauberst irgendwas. So, Gold nehmen wir mit. Twinks zaubern. Wie weit muss ich jetzt gehen? Bis die Zombies kommen. So, nochmal 24. Wieso keine Zombies? Ich will einen Zombie haben. So, noch ein bisschen weiter. Ich habe keine Ahnung, ab welcher Entfernung die Zombies kommen. Hoppala. Nee, das wollte ich machen. Nochmal so. So, wo ist denn der Zombie? Du bist ein Werwolf. Genau, Werwolf. Ich hätte trotzdem gern. Ich habe noch irgendwas anderes gehört. Mal gucken. Ich hätte jetzt wirklich gerne aber einen Zombie von Manny Marco. Auch kein Zombie? Dann gehen wir immer weiter. Und dann schauen wir mal, wann der kommt. Wird jetzt zum Gefühl 1000 Jahre dauern. Ja, okay. Assassin. Potion Recipe. Wirklich den guten Stuff haben die nicht. Muss ich vielleicht in der Nähe von einem Grab sein? Hier. Die Coppersten Walls. Vielleicht davon in der Nähe. Jo. Vielleicht muss ich auch da reingehen einmal kurz. Okay, interessant, wie es jetzt gerade geändert hatte. Wo geht es jetzt hier aber rein? Hier auch nicht. Hä, wo ist der Eingang? Okay, das ist schon der Eingang hier, aber... Rein komme ich nicht. Nicht auf die herkömmliche Weise. So, dann gehen wir mal so rein. Okay, hier gibt es wieder diese andere Musik. Somit. Hier gibt es sonst niemanden. Mumie ist kein Zombie. Und sonst gibt es hier, glaube ich, jetzt auch nichts, ne? Hm. Okay, jetzt sind wir hier oben drauf. So. Vielleicht muss ich hier 24/7 warten, bis dann ein Zombie kommt. Du bist auch kein Zombie. Du bist ein Mönch. Ein Monk. So.
Aber bringt mir gar nichts gerade. Es sind immer nur solche Leute hier. Klar, geil, jetzt Ausrüstung zu bekommen. Wie sowas. Die wir gut verkaufen können. Aber bringt mir gar nichts gerade. So, gleich haben wir wieder 24 Stunden einfach durch. Ernsthaft, kein Gegner? So, nochmal. So, jetzt kommen die Gegner. Und kein Zombie. So. Adamantium-Stuff. Okay, den nehmen wir mit. Vielleicht muss ich so irgendwie durch die Weltgeschichte laufen. Richtung Südosten. Was haben wir hier? Castle Hawkwing. Castle Kingsley. Nach Südosten. Mache ich vielleicht mal ein Safe Game auf die 4, weil wir draußen unterwegs sind. Oder warte. Machen wir lieber auf die 3. Weil auf der 4 können wir zur Not nochmal, wenn wir es komplett falsch gemacht haben, noch einmal zurückgreifen. So, da hinten sind ja die Tombs. Und dann gehen wir mal so in Richtung Südosten bis nach Daggerfall. Vielleicht werden wir von einem Zombie unterwegs attackiert. Die spawnen ja manchmal hier so zwischendurch. Und dann hoffen wir, bringt das uns was, dass wir vorankommen. Und hin und wieder mal auch auf die Map gucken, wo wir genau sind. I am... Okay, dort hinten bin ich. Und ich hoffe mir wirklich, jetzt einen Zombie irgendwie anzutreffen. Dass wir von der Quest her weiterkommen. Also bisher sehe ich jetzt noch keinen Zombie. So, Südosten müssen wir. Also mehr in die Richtung. Wir machen die Folge jetzt auch ein bisschen länger. In der Hoffnung, bis, dass wir einen Zombie treffen oder irgendwie vorankommen. Ich weiß es nicht. Aber wir müssen da irgendwie weiterkommen. Ansonsten muss ich schauen, dass ich da irgendwelche Bugfixes oder so weiter installiere oder dass ich diese Quest nochmal irgendwie im Source Code oder so aktiviert kriege. Dass wir das dann doch nochmal irgendwie spielen können. Denn wenn wir hier jetzt die ganze Zeit so rumlaufen, keine Ahnung haben, was wir machen müssen, und diese eine Quest fehlt, ich würde jetzt ungern das komplette Let's Play deswegen von neu anfangen müssen, von Daggerfall. Dann würde ich vielleicht lieber eher ein paar Folgen ausfallen lassen. Also ein paar Tage ausfallen lassen und das dann so gelöst kriegen, dass wir dann weiterlaufen lassen können. Also diesen Spielstand weiterspielen können. So. Ich laufe jetzt mittlerweile in die falsche Richtung, ne? Die Richtung müssen wir. Ich habe es irgendwie geschafft, in Richtung Westen zu laufen. Wo sind wir jetzt genau? Wir sind jetzt
nach Norden gelaufen. Toll. Wollt nach Südosten. Mit Pferd geht das nicht schneller, eh? Leider. So, ich würde dann sagen, vielleicht machen wir einmal das, bis die Ausdauer wieder voll ist. Bitte dein Zombie da. Du bist kein Zombie. So. Sein Gold nehmen wir auf jeden Fall mit. Da. Vielleicht noch einmal den. Ausdauer ist wieder voll. Ne, ich muss das wahrscheinlich wirklich über diese Codierungen und so weiter von Elder Scrolls Daggerfall machen. Dass ich das irgendwie aktiviere, dass das jetzt aktiv ist, dass wir die Aufgabe bekommen haben. Und dass wir dann da vorankommen. Ja, das ist jetzt nur noch Laufen hier, Rennen. Was sagt denn die Uhr? Hier 4.48 Uhr. Da können wir gleich mal auch noch den Sonnenaufgang sehen, miterleben. Ah, ein Riese läuft uns hinterher. Aber wir nehmen nur sein Gold mit. Ah, und wir haben die Dinger, die wir nicht brauchen. Die Pfeile. Hier in dem Game sind wir halt keine Bogenschützen. Ab Morrowind würde ich mal schauen, ob wir vielleicht uns in diese Richtung entwickeln. Ansonsten werden wir da auch hauptsächlich Einhandwaffen bleiben. Aber Skyrim definitiv, da werden wir mehr so sneaky Bogenschütze sein. Und dann nur zur Not auf die Einhandwaffe mit Schild zurückgreifen. Nee, die Richtung. Ich sehe mich immer zu viel um. Und wir werden immer noch nicht attackiert. Von Zombies. Vielleicht müssen wir langsamer rumlaufen, spazieren. Und dann kommen die, so wie der Riese gerade. Ich hätte jetzt wirklich gerne einen Zombie. So. Ne, da hinten war ein Pilz. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie endlich mal ein Gegner. Vielleicht noch mal den hier machen. So, jetzt ist heller. So, Südosten, die Richtung immer noch. Was sagt die Map, wo wir jetzt sind? Hier immer noch. Das wird ein langer Weg bis hierhin wieder zurück. Das wird ein sehr, sehr langer Weg. Aber naja, schauen wir mal, wie weit wir kommen, ob wir irgendwie vorankommen. Nicht, dass wir wieder aus der Map fallen, dann machen wir aber auch wieder ein Safe Game auf die 3. Nur zur Sicherheit. Und dann schauen wir mal. Ansonsten würde ich
gleich hier nach mal schauen, dass ich die Quest über die Codes hier aktiviere. Denn das ist schon ein bisschen nervig, wenn wir das gar nicht mehr aktiviert kriegen oder gar nicht mal mehr vorgeschlagen bekommen. So, oder aufgetragen bekommen, sage ich jetzt mal. Wir brauchen den Zombie, der uns eine Nachricht schickt. Und wir brauchen ganz dringend die Quest von Manimako. Ansonsten werden wir die Hauptstory hier nicht beenden können. Ich finde es aber trotzdem immer noch krass, dass es so weitläufig ist hier. Und dass wir wirklich hier von einer Stadt zur anderen rumlaufen können. Rüberlaufen. So, ich brauche jetzt aber wirklich einen Zombie, ganz dringend. Wie sich das auch anhört, ich brauche dringend einen Zombie. Dass hier eigentlich nicht so viele interessante Orte einfach mal so random irgendwo rumliegen, rumstehen oder so. Irgendwas bin ich in der Nähe. Jo, ich bin hier wirklich irgendwas in der Nähe. Bei irgendwas. So, einmal rauszoomen. Irgendwas habe ich hier erreicht. Wo bin ich denn? Ah, okay. The Lair of Alabor. Ist hier irgendwo. Ah, da vorne. Gehen wir mal rein. Einfach nur um zu gucken. Jo, hier bekämpfen die sich schon irgendwo. Oh, und eine Nymphe direkt. Alles klar. Du hast die Spinne gekillt. Okay. So, was hat er hier? Nichts vom großen Wert. Trotzdem gerne jetzt ein Zombie. Ebony Mason, nice. Gibt wieder ordentlich Kohle nachher. So. Und eine Map. Runes of Ashford's Hold. Nice. Neue Map entdeckt. Also eine neue Location. Die tut mir leid, aber der können wir nicht mehr helfen. Jo. Genau. Falle ich hier erstmal runter. Und jetzt werde ich noch angerufen. Ich bin gleich wieder da. So, und da bin ich wieder. Arbeitskollegen angerufen worden.
So, jetzt schauen wir mal, wo es hier weitergeht für uns. Ich höre hier die ganze Zeit einen Vampir. Irgendwo hier ist ein Vampir. Ja, das ist wahrscheinlich der Bereich hier. Ach, da hinten hatten wir noch gar nichts gemacht. So. Was hat der so Schönes? Free Action nehmen wir mal mit. Free Action ist immer gut. So, machen wir einmal den hier. Da ist nichts. Ich glaube, hier waren wir schon mal sogar. Hier haben wir den Vampir. So, sonst ist hier nichts vonnöten. Ah, okay. Schlösser knacken müssen wir besser werden. So, auch erledigt. Und was gibt's denn hier oben? Noch eine Nymphe. Sind mir immer noch die sympathischen Gegner hier? Hier gab's ja noch eine Tür. So. Machen wir den Dude weg. Ah, okay. Wir sind hier jetzt im Kreis gelaufen. Sonst da oben gab es, glaube ich. Doch, da oben gab es noch einen Weg und da hinten gab es noch eine geheime Tür. Aber okay, hier haben wir jetzt auch nichts wirklich von großem Wert für uns. Wenn wir auch hier gehen. Und weiter nach Süd. Ja, nach Südosten. Aber cool, dass wir das jetzt einfach so random gefunden haben. Durchs einfach so rumlaufen. Das nicht hier aber mal machen. Kommt jetzt aber auch kein Zombie. Ah, okay. Jetzt sind wir aus dem Gebiet wieder raus. So, müssen wir gleich mal schauen, beziehungsweise ich würde sagen, ich mache das bis zur nächsten Folge mal fertig. Kann sein, dass vielleicht ein, zwei Tage hier das Let's Play hier von Daggerfall ausfällt, bis ich da irgendwie es gefixt kriege mit der Story, weil ja, wir kriegen einfach nicht die Quest von den Nekromanten, von dem König der Würmer, dass ich das einfach mal über die Codes oder so versuche zu fixen. Und ja, ansonsten ist das ja nur gestreckter Content. Da will ich jetzt auch nicht. Ich will jetzt auch nicht den Content strecken. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns mit etwas Glück in der nächsten Folge wieder. Und wenn ich es gar nicht gefixt kriege, ja, wird das dieses Let's Play dann halt leider abgebrochen und wir machen dann mit dem nächsten weiter und das wäre dann Redguard. So, aber ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir kriegen das gefixt. Ich hoffe, das schaffen wir und dann sehen wir uns bald wieder oder in einem anderen Let's Play. Ich bin's, euer Max Deus. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und ciao!